Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ba-ba-da, ba-da-ba-da. Gruppenprojekt. Das ist mein Gruppenprojekt. Ja, es ist kein Beauty. Schaut mal meine Haare, so bin ich zu Hause. Ich wollte was anderes machen mit euch zusammen. Und ich habe gesehen, meine 3D-Origami-Vase hat wirklich viele Leute haben diesen Video angeschaut. Deswegen machen wir eine Weihnachtskugel. Ja? Also diesen Jahr hängt das nicht, wegen den Kleinen. Deswegen, ich zeige euch, wie ihr diese Stück basteln könnt. Aus Papier natürlich, oder das ist so ein Geschenkpapier. Viel Spaß! Zuerst will ich euch zeigen, also von einem A4 Blatt, normale Blatt, schneiden wir, bis wir 32 Stücke haben. Und wie tun wir die Teile vorbereiten? Also, machen wir so einmal, dann nochmal, dass wir wissen genau, wo der Mitte ist. Also so. Dann auf die andere Seite. Einmal. Zweimal. Wie beim Flugzeug. Ich bin sicher, jeder hat Papierflugzeuge gemacht. Und hier einmal so. Noch einmal. Dann hier so. Noch einmal. Und so sieht ein Stück aus, eine Teile. Ja, und für unser Projekt habe ich solche silberne vorbereitet. So, meine Stücke habe ich schon vorbereitet. Also erste Reihe, 4 Stück und danach außer 4 Stück. Warum habe ich das vorbereitet? Weil ich brauche Kleber. Wenn ihr normale Papier, also nicht so glatte Papier benutzt, dann braucht ihr auch kein Kleber, aber sonst die Teile rutschen. Und jetzt habe ich mir auch Aufkleber auf diese Teile gemacht und zwischen die hier kommt ein Teil rein, so ein Fake-Teil, ja? Tun wir das rein. Also, so sieht es aus und zwischen die tun wir eine und mit diese Stücke drauf, ja? Und weil Kleber da drauf ist, die werden sich kleben. Gut, jetzt zwischen die zwei, also ihr merkt schon, wo hier, hier und hier braucht ihr noch. Und ich mache dann weiter. Meine Stücke mit Kleber. Egal was für ein flüssiges Kleber ihr benutzt, passt schon. Jetzt habe ich was Falsches geklebt. Und ja. So, noch eine. Also diese Fake-Stücken, die braucht man, dass wir mehrere Teile haben. So, jetzt sollten wir 8 Stück haben. Jetzt haben wir 8 Stück. Die Teile sieht so aus. Und ich mache weiter. 2 Reihe normal. Also, ich tue die ein bisschen in Kleber rein. So. Und wie immer kommt zwischen die Beine, sage ich. So. Und weil da 2 Reihen kommen, kann ich direkt drauf normale Teile tun, ja?
So, und jetzt zweite Reihe. Es hilft, weil ihr seht, welche haben Kleber drauf. Und da weiß ich, ich muss eine drauf tun. So. So sieht meine Teil aus bis jetzt. Also vier, extra vier zwischen die vier und zwei normale Reihe. Immer so. Also ein Teil hat zwei Ecken und wir verlinken ein Eck von die Teil mit ein Eck von die andere Teil. Es ist überhaupt nicht schwer. Wer mir sagt, dass es schwer ist, hat keine Ahnung, was in diesem Leben schwer ist. So. Jetzt machen wir wieder genauso wie bei dem anderen Reihe, wo wir vier gehabt haben. Also ein Stück zwischen. Ihr seht schon, es schreit für noch etwas. Es schreit für noch eine Teil. Und danach zwei normale Reihe. Also ich mache gleich. So. Wenn ihr das die neue Teil zwischen die alte reintut, ihr müsst schnell zwei neue drauf tun, sonst fliegt es raus. Also eine, hoppala, eine hier rein und schnell zwei drauf. Eine rein und schnell zwei drauf. So. Ich tue noch ein bisschen Kleber hier. Hauptsache, ihr habt alle Teile schon vorbereitet, sonst es nimmt euch Zeit und Nerven. So, eine. So. Eine. Und noch. Zwei drauf. Am Anfang ist es ein bisschen langweilig, weil, ja, wir haben keinen Weihnachtsmann. Wir arbeiten nur mit einer Farbe. Ja, genau. Mein Schatz sagt das Gleiche. Nein, das gehört mir, Schatzi. Das gehört mir. Er will meine Serviette klauen. Und ihr seht schon, hier merkt man, dass eine fehlt. Wir tun sie so, also so fake. Und zwei drauf. So. Und danach wieder zwei normale Reihe.
Normalerweise diese Kleber für Papier, für Basteln und solche Bastelkleber oder wie es heißt, es trocknet durchsichtig. Also man merkt es überhaupt nicht, dass es da ist. Aber also wie gesagt, ihr braucht das nicht, aber trotzdem, ich würde es empfehlen, weil es hält länger und dann die Stücke können nicht mehr raus. Fliegen oder so. So. Ihr könnt hier ein bisschen formen, so dass er es runder aussieht. So, und dann noch eine Reihe, also wie gesagt zwei drüber. Also für 100 Stück solche Ecken Papier gebastelte. So, für unsere Teile 100 solche braucht ihr ungefähr eine Stunde, dass ihr wisst, wie lange muss man sich vorbereiten. Also wenn ihr wollt, also für morgen etwas vorbereiten und ihr habt nur 2, 3 Stunden und ihr wollt ein Riesenstück machen, ja, okay. Die Riesenstück zu basteln dauert nicht lang, aber die Teilen zu vorbereiten, das nimmt euch viel Zeit. So, es fängt an wie ein Kügelchen zum Aussehen, ja? So sieht es. Gut, so tue ich meine Stücke aufbewahren, dass ihr wisst. So, in Teile. Eine in die andere. Okay, jetzt wir tun eine Fake. Also einmal ein Fake rein und zwei rote drauf. Danach noch eine rote. Wieder ein Fake. Zwei Stücke drauf, wie immer. Diese Gerüche macht mein Sohn. Dann zwei normale wieder. Eins, zwei. Und noch ein, Schatzi, lass mich bitte. Noch ein Fake. Eins, zwei, drei und dann wieder das gleiche. Ja, so sieht es aus. Okay, wie ihr seht, ich habe Kleber überall, weil ich will nicht jeder einzelne Teil kleben. Und jetzt tun wir zwei weiße über diese rote. Also eine. Und die zweite. Danach seitlich zwei rote, also eine hier und eine hier. Genau das gleiche auf die andere Seite, weil wir haben zwei Weihnachtsmänner. Also eine weiße, zweite weiße. Ich muss nur aufpassen, dass ich werde nicht von dem total verklebt sein. Okay. Und der Rest mit unseren normalen silbernen Teilen.
Also eine Seite ist schon fertig und das gleiche auf dieser Seite. Und das ist mein Sohn. Der Kran. The Crow. So. Fertig. So. Jetzt machen wir weiter mit drei weißen über diese zwei, aber erstmal will ich wieder alles aufkleben, weil sonst, wie gesagt, fliegen die Teile. So. Und jetzt drei weißen einmal, zweimal, dreimal und jede Seite eine rote, einmal und einmal. So. Und auf die andere Seite das gleiche. Drei weißen. Eins. Zwei. Drei. Eine rote. Zweite rote. Und der Rest mit Silber. So, eine Seite ist fertig. Und jetzt die andere. So, noch eine Reihe fertig. Danach machen wir das gleiche, aber mit vier weiße. Aber wie gesagt, erstmal will ich kleben. Ich muss nicht überall kleben, nur die silberne. So. Und so. Gut. Ja, jetzt vier weiße. Eins, zwei, drei, vier. Und seitlich zwei rote. Einmal, zweimal. So. Und das gleiche hier, vier Stück weiß, eins, zwei, drei, vier, zwei rote, eins, zwei und der Rest mit Silber. Und ich habe auch eine Haare gefunden. Eklig, ne? So. So. Und das gleiche auf die andere Seite.
So. So sieht das bis jetzt aus. So. Weiter geht's. So, jetzt wieder ein bisschen Kleber. Jemand spielt. So, jetzt 5 weiße. 1, 2, 3, 4, 5 und seitlich 2 rote. Da. Und so. Und das gleiche hier. 1, 2, 3, 4, 5 und 2 rote. Und der Rest mit Silber. Jetzt geht es weiter mit 6 weiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seitlich rot, jede Seite genau das gleiche auf die andere Seite und der Rest ist Silber. Danach machen wir so 3 weiße, aber fangen wir an hier, also ab hier 3 weiße. Jemand krabbelt auf meinen Rücken. So, eine rote und wieder 3 weiße. Und danach, wie immer, unsere silberne. Ja, und weiter geht's mit Silber und auf die andere Seite das gleiche. So, wir machen weiter und jetzt kommen 2 weiße über diesen roten. 1, 2, weil das soll ein Mond sein. Dann nehmen wir rosa, das sind die Backen, 1 und die 2. Und danach seitlich 2 weiße. Und natürlich, wir machen das gleiche auf die andere Seite. Und der Rest machen wir mit Silber. So, wir machen jetzt weiter mit der Nase. Das kommt, ein Fake kommt hier rein. Und wir machen weiter mit 2 rosa. 1, 2 rosa. Entschuldigung, ich habe Fake gesagt. Nee, es ist das normale Teil. Wieder 2 rosa. Und seitlich 1 weiße. Und wir machen genau das gleiche.
an die andere Seite. Also eine rote, zweimal rosa, eins, zwei, eins, zwei, seitlich weiß, einmal, zweimal und der Rest mit Silber. Weiter geht's. Zwei rosa, eins, zwei, die Augen, blau, nochmal blau. Es fängt an zum Aussehen, wie unser Weihnachtsmann. Rosa und weiß seitlich. Und auch hier rosa und weiß seitlich. Hinten genau das gleiche und danach Silber. Weiter geht's. Eine weiße. Fünfmal rosa. Mir fängt an, nicht mehr zu sehen, was ich hier mache. Zwei. Drei, vier, fünf und noch eine weiße. Das gleiche auf die andere Seite. Schaut gut, ne? Und natürlich Silber. Jetzt machen wir weiter mit einer roten. Sechsmal weiß, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eine rote. Und genau das gleiche auf die andere Seite. Ja, sieht aus wie ein Weihnachtsmann. Wir machen weiter mit 1, 2, 3, 4, 5. Sechs, sieben Stück rot und das gleiche auf die andere Seite und danach Silber. Und weiter geht's mit sechsmal rot, zwei, drei, vier, 5, 6, so. Und danach Silber und das gleiche auf die andere Seite. Und jetzt weiter geht's mit 5 rote, 1, 2, 3, 4, 5 rote und genau das gleiche auf die andere Seite. So, unser Weihnachtsmann ist fast fertig. Ja, jetzt hier in der Mitte 2 roten und weil wir müssen bald unser Weihnachtsmann fertig haben, machen wir jetzt 1, 2, 3, 4 Stück normal Silber. So. Und dann wir reduzieren unsere Teile. Bedeuten, wir tun 3 Ecken, 1, 2, 3 in einen Teil statt 2. Also einmal.
und das zweite Mal. So. Perfekt. So. Und dann wir machen weiter. Wie gesagt, in der Mitte zwei Stück rot und der Rest mit Silber. Hier machen wir wieder vier Silber. Und dann wir reduzieren einmal, zweimal, opala, hier sind zwei Stück. Zweimal und noch eine silberne. So. Jetzt wir machen eine weiße hier drauf. Also eine in der Mitte von die zwei roten, genau das gleiche auf die andere Seite. So. Und dann machen wir weiter mit Silber. Wir machen drei Silber. Eins, zwei, drei Stück Silber. Und dann wir reduzieren wieder. Ich nehme immer hier, sind zwei Stück. So. Und dann wir reduzieren wieder einmal und zweimal. So. Und danach machen wir das gleiche. Ich glaube, ich habe hier ein, zwei. Moment. Ein, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und hier nochmal drei. So. Gut. Und das gleiche auf die andere Seite. Und für unsere letzte Reihe, ich habe alles. Ihr seht, alles ist eingeschmiert mit Kleber und wir reduzieren drei Stück immer. Also alles ist reduziert, weil es ist die letzte Reihe. Wir nehmen immer drei Ecken auf einmal. So. Und so. So. Und so. Und so. Ich muss jetzt ein bisschen schneller arbeiten mit Kleber, weil sonst es trocknet. So, fertig. Ich muss es noch ein bisschen formen. Und was ihr jetzt machen könntet, entweder noch eine Reihe, dass es auch kleiner wird, oder einen Knopf reintun. Und da hängt ihr euer so Gummi oder was weiß ich, was ihr benutzt. Und da noch eine Kappe. Von egal was, von dieser Papier am besten. Und drauf kleben. Aber ich werde es nicht
nicht hängen für diesen Jahr. Deswegen, ich werde weiter noch eine Reihe machen, dass es sich irgendwie schließt. Also das Gleiche. Und nächstes Jahr kann ich das machen. So wie gesagt, entweder mit einem Knopf. Also wie gesagt, ich habe noch eine Reihe gemacht und da kann man so eine Kappe drauf tun und hängen. So sieht unser Weihnachtsmann aus. Und auf die andere Seite. Und ja, ich finde es ganz okay, ne? Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns wieder mit etwas anderem.